Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Kiliansland. Heute geht es um gefährlichen Müll. Keine Sorge, es war kein AfD-Parteitag, sondern es geht um Atommüll. Für den soll bis 2031 ein Endlager gefunden sein und dafür verantwortlich ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Meine ganz persönliche Bundesgesellschaft für Endlagerung, die schiebt die Sachen immer einfach nur unters Bett, die ich nicht mehr brauche. Aber da muss Atommüll ja nun wirklich nicht hin. Und deshalb hat man folgende Kriterien für die Endlagerung aufgestellt. Deutschland als weiße Landkarte. Das heißt, es werden erstmal alle Regionen einbezogen. Möglich ist die Lagerung aber nur mindestens 300 Meter unter der Erde, in Salz, Ton oder Granit und in Gebieten ohne Bergwerke, Vulkane oder Erdbebengefahr. Das war natürlich aber nur der erste Prozess, indem man nach diesen drei Kriterien ausgesucht hat. Und dabei kam Folgendes heraus. Für eine mögliche Endlagerung kommen demnach 90 Teilgebiete in Frage. In der Mitte Deutschlands, vor allem in Salzgesteinen, im Norden und im Westen im Tongestein, in Sachsen und in Bayern in kristallinem Wirtsgestein. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. JournalistInnen haben sich gefragt, wie würden die Menschen das wohl finden, wenn in ihre Nähe ein Atomendlager kommt? Sehr gute Frage, da kann man sich ja nun wirklich nicht denken, was die Menschen darauf sagen würden. Und in Brandenburg wurde das Ganze so aufgenommen. Kann ja wohl nicht, das ist ja ein Touristenmagnet, dieses ganze Ding hier. Von diesem See aus kann man bis Berlin, bis Hamburg, kann man überall hin. Also das ist doch, ja, ich denke mal, das ist, dagegen. Es war jetzt ein bisschen missverständlich, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie, glaube ich, dagegen. Aus Rücksicht auf die TouristInnen natürlich. Also in Brandenburg ist man dagegen. Das ist erstaunlich, wirklich. Also hättet ihr das gedacht? Ich hätte das nicht gedacht. Aber vielleicht sieht man das in Sachsen-Anhalt ja anders. Wir sind natürlich aufgebracht, ist doch klar. Das ist erstmal Atommüll. Wir haben schon alle Situationen durch, vom Krieg an bis jetzt hierher. Und jetzt uns dieses Ding noch vor die Nase setzen. Also da sind wir voll und ganz nicht mit einverstanden. Gut, der Katze scheint es egal zu sein, aber die Frau hat offenbar seit dem Krieg keinen schönen Tag mehr in Sachsen-Anhalt gehabt. Gut, zum Wegziehen war es jetzt nicht schlimm genug, aber ein Endlager muss ja jetzt da nun wirklich trotzdem nicht hin. Und was machen wir noch? Dann gucken wir vielleicht einfach mal stichprobenartig noch nach Bayern. Wie finden die Leute das denn da? Vielleicht finden die das da gut. Wir haben ja Kinder und damit die strahlen, na danke. Gibt es denn was Schöneres als strahlende Kinder? Finde ich nicht. Schön ist auch, was diese Frau sagt. Wenn jetzt da so ein Endlager daherkommt, ist ja nicht gut für die Existenz dann von den Enkelkindern. Also, da ist man doch wirklich froh um die vierte Gewalt im Staat. Ohne diese journalistische Arbeit hätten wir wirklich nie erfahren, ob Menschen in der Nähe von Atommüll wohnen wollen. Da ist der Pulitzerpreis vorprogrammiert. Gucken wir mal weiter, wie man auf diese bunte Karte reagieren kann. Was haben denn zum Beispiel Umweltverbände gesagt? Seitens der Wissenschaft heißt es, man werde eine objektive Empfehlung für einen Standort abgeben. Dennoch, Umweltschützer befürchten auch bei dieser Endlagersuche politische Einflussnahme. Politische Einflussnahme? Entschuldigung, das kann ich mir nicht vorstellen. So nüchtern hat zum Beispiel der Umweltminister von Baden-Württemberg reagiert. Wir sind in einem sehr frühen Stadium. Ja, und es geht nach streng wissenschaftlichen Kriterien und nicht danach, dass man einfach mal auf die Karte guckt und sagt, wo es sein könnte. Das ganze Verfahren ist mehrstufig angelegt. Es geht über die ganzen 20er Jahre. Er hat halt einfach erkannt, da ist ja das halbe Land angemalt. Das scheint wohl noch eine recht grobe Untersuchung zu sein. Da müssen wir wohl noch mal ein bisschen abwarten, bis man genaueres weiß. Das werden andere UmweltministerInnen ja nicht anders gemacht haben, oder? Wenn man heute 54% der Landesfläche, also der Bundesfläche der Bundesrepublik Deutschland, als möglichen Standort ausweisen kann, dann muss man sich schon fragen, das kann auch ein Geologiestudent im dritten Semester so ausweisen. Das ist auch nur die etwas andere Formulierung von Dagegen. Aber das ist ja auch ein Vorwurf an diese Endlagerkommission. Was antwortet die denn darauf? Was antworten Sie, Herrn Glauber? Na, ich antworte ihm, dass das Verfahren genauso angelegt war. Wir haben nicht die Aufgabe, einen geeigneten Standort zu finden, sondern wir haben die Aufgabe, den bestmöglichen unter den potenziell geeigneten zu finden. Das heißt, in dieser ersten frühen Phase ging es darum, den bestmöglichen Standort nicht alleine dadurch zu verlieren, dass wir zu wenig oder zu ungenaue Daten hatten. Ach, krass. Ich wusste noch gar nicht, dass es schon Roboter in der Politik gibt. Das ist also wirklich erstaunlich, wie weit die Technik da mittlerweile ist. Bayerns Ministerpräsident Söder hat
Folgendes zu seinem Umweltminister gesagt. Sie sagten gerade, wir wollen uns da konstruktiv beteiligen. Ihr Umweltminister in Ihrem Kabinett, Glauber, hat von heute gesagt, also das, was die Bundesgesellschaft für Endlagerung da vorgelegt hat, das können auch Geologiestudenten im dritten Semester. Ist das jetzt konstruktive Begleitung? Naja, das ist eine leidenschaftliche Bemerkung eines engagierten Umweltministers. Das war eine leidenschaftliche Bemerkung. Mein Gott, Söder selbst jedenfalls hat auch ganz ruhig und besonnen auf diese bunte Karte reagiert. Was wir nur wollen, ist Fairness. Und ich habe so ein Gefühl, dass diese Fairness im Moment im politischen Prozess ein bisschen fehlt. Nach dem Motto, am liebsten alles nach Bayern. Die Bayern sollen das nehmen, die haben doch mal von der Kernenergie profitiert. Ja klar, also wenn ich diese Karte sehe, denke ich auch als erstes, da mag wohl wer die Bayern nicht. Ach nee, Moment, sorry, ich habe mich verguckt. Das fast komplett bunt angemalte Bundesland da oben ist ja gar nicht Bayern, das ist ja Niedersachsen. Na, also die werden ja wohl fuchsteufelswild gewesen sein, oder? Es gibt in diesem Auswahlverfahren keine Extrawürste für niemanden. Ich habe Niedersachsen nie exzentrischer erlebt. Trotzdem wäre Söder eine Frau, man hätte ihn schon längst als hysterisch beschimpft. Also höchste Zeit für Marietta, da mal nachzuhaken. Niedersachsen hat ungefähr die gleiche Fläche betroffen, also ausgeschrieben bekommen. Beide so um die 41.000 Quadratkilometer, glaube ich. Aber aus Niedersachsen ist kein Protest zu hören, anders als in Bayern. Stattdessen der Appell, sollten sich doch bitte alle am Riemen reißen und nicht aus der Reihe tanzen. Ja, zunächst mal machen wir ja keinen Protest. Ich sage ja ganz bewusst, dass wir uns konstruktiv beteiligen. Wir glauben nur, dass wir gute Argumente haben, warum am Ende in einer Abwägung andere Gesteinsschichten in anderen Bereichen deutlich geologisch sicherer sind. Und Geologe Dr. Markus Söder stellt fest, andere Gesteinsarten haben einfach den unschlagbaren geologischen Vorteil, dass sie nicht in Bayern liegen. Und das würde ihm einfach sehr gut in die geologischen Umfrageergebnisse passen, denn es ist ihm einfach aus rein wissenschaftlich-geologischer Sicht sehr wichtig, dass er wiedergewählt wird. Der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern fasst das so zusammen. Wenn der Süden, wie Herr Söder, sagt, wir wollen das alles nicht, dann kann ich nur sagen, Södern hilft nicht. Und damit ist dann auch alles gesagt. Wir sehen uns 2031 wieder mit einem Video zum Endlager. Und auch ein paar Videos machen wir noch dazwischen vielleicht. Also nächste Woche wieder. Nächste Woche Mittwoch, 18 Uhr, hier auf dem YouTube-Kanal. Bis dahin, ciao. Der Tourismus, da hat wahrscheinlich zu mehr liegen kommen. Und wer baut schon auf ein Atommüllendlager? Wahrscheinlich keiner. Oder wer möchte schon Urlaub machen auf ein Atommüllendlager? Wahrscheinlich auch keiner. Und das ist genau unser Ansatz, wo wir sagen, unsere Heimat ist einfach sehr wichtig. Und da werden wir alles daran setzen, diese auch zu verteidigen.